Streik ist inzwischen zum gesellschaftlichen Großereignis geworden wie Fußball-WM oder Corona. Jetzt wollen Sie 3.200 Euro, von 15 auf 100 Euro, 471 Euro, 555 Euro, 3.400 Euro brutto. Summa summarum, pam, 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 hoch und runter. Als Schadensersatz 243 Millionen. Seht her, ich kann mir nicht mal wasserdichte Stiefel leisten. Ich streike jetzt auch. Was heißt wofür? Das weiß ich auch nicht. Aber was soll ich sonst machen? Zwischen Weihnachten und Neujahr wollte ich ein bisschen entspannen mit einer Leibesvisitation. Sind alle Arztpraxen geschlossen. Wollte ich im November Vitaminbonbons kaufen als Weihnachtsgeschenke? Sind die Apotheken zu. Dann wollte ich an Neujahr statt Skiurlaub mit den Kindern ein bisschen Trecker fahren beim Bauern. Stehen die nur rum an den Autobahnausfahrten. Da wollten wir nach Hause, mussten wir laufen, weil die Bahn streikt. Also, Streik ist inzwischen zum gesellschaftlichen Großereignis geworden wie Fußball-WM oder Corona. Streik war früher das letzte Mittel nach monatelangem Gequatsche. Heute streikt die Bahn doch schon, bevor die Sessel am Verhandlungstisch überhaupt warm gesessen sind. Der Lindner hat geredet vor den Bauern in Berlin, da wurde er ausgebuht. Der Özdemir will dauernd reden mit den Bauern, da fragen die, wer ist denn das überhaupt? Und wer sich da nicht anstecken lässt von Streik, der gilt ja als Nerd, als Außenseiter, als Sonderling, als Nacktmull. Ich, der mit jedem misszufrieden ist, so, das lasse ich mir nicht nachsagen. Ich streike jetzt auch. Ich weiß nämlich wofür. So. Wofür streiken noch mal die Eisenbahner? Vielleicht wäre das was. Ach so, für mehr Geld. Ja, sogar. Ja, nee, ein Lokführer kriegt ja gerade gemäß Rahmentarifvertrag zwischen GDL und Arbeitgeberverband im Monat 3.400 Euro brutto. Und jetzt wollen Sie, warte mal, 555 Euro im Monat mehr und einmalig 3.000 Euro mehr und, weniger arbeiten. Der Staat bietet doch viel mehr. Der Staat bietet einer Familie, dem Haushaltsvorstand im Monat 563 Euro, dem Ehegatten 506 Euro, zwei Kindern ab 13 Jahren je 471 Euro, für Miete ca. 960 Euro, Heizkosten 130 Euro, Betriebskosten 200 Euro, summa summarum hin und her etwa 3.200 Euro, ja nix, netto und nicht mit weniger Arbeit, mit gar keiner Arbeit. Ja, Sie müssen nur Bürgergeld beantragen. Ja, bitte, bitte. Ob jetzt die Lokführer mit ihren Zügen nicht kommen, weil die Züge dauernd ausfallen. Und dann bei 70% der ausgefallenen Züge noch zu spät kommen. Also nicht arbeiten können. Und ob sie jetzt mit Bürgergeld nicht arbeiten, das bleibt ja wirklich gleich. Weil die, ich erkläre es dir, die Bahn ist ein privatrechtlich organisiertes Staatsunternehmen. Das heißt, wir Steuerzahler zahlen den Lokführern oder Eisenbahnern die Löhne, auch wenn sie nicht arbeiten, warten aber immer auf den Bahnsteigen, bis die Züge kommen. Aber wenn sie jetzt Bürgergeld vom Steuerzahler bekommen, dann stehen wir wenigstens nicht mehr auf den Bahnhöfen rum. Und bis das geklärt ist, streike ich auch. So. Ich weiß nur eben nicht, wofür. Ach, Entkriminalisierung von Steuerbetrug für Privatleute wäre was. Ja, da hat doch der Staat die Schleusen geöffnet. Doch, der Scheuer hatte doch diese Pkw-Maut in Sand gesetzt. Die ist gestoppt worden vom EU-Gerichtshof. Und jetzt muss unser Bund an die vorgesehenen Betreiber als Schadensersatz 243 Millionen Euro bezahlen. Da wollte der aktuelle Verkehrsminister Wissing, FDP, den damaligen Verkehrsminister Scheuer, CSU, verklagen. Aber dem Scheuer bleibt wirklich die Klage erspart, weil eine unabhängige Kommission gesagt hat, die Haftung gegen Scheuer käme zwar in Betracht, aber es gäbe ein Prozessrisiko. Also man kommt nicht mit allem durch oder es gibt einen Vergleich oder was. Da lässt man Scheuer komplett laufen. Stell dir mal vor, bei Ihnen wird eingebrochen, Ihr Safe wird geknackt, Ihre Millionen sind weg.
Sie erkennen den Täter, es ist Herr Scheuer, nicht wahr? Sie verklagen ihn, sagt eine Kommission, nee, lassen Sie es mal, es gibt ein Prozessrisiko. Weil Sie ihn doch nicht erkannt haben, Sie hatten Ihre Brille nicht auf, oder Herr Scheuer hatte Handschuhe an und keine Fingerabdrücke hinterlassen, nicht wahr? Oder er ist wegen Bewusstseinstrübung und geistiger Umnachtung nicht schuldfähig. Dann soll er in die Psychiatrie, Herr Scheuer. Oder hat der Staat Scheuer gegengerechnet? Ja, der Scheuer hat ja als Verkehrsminister hat ja wahnsinnig Strafen erhöht für Falschparker. 15 Euro Falschparker. 15 Euro waren es, 100 Euro sind es jetzt. Oder Strafen für Leute, die keine Rettungsgasse bilden. Wiegen diese Vorteile? Irgendwie nicht Abstand halten zu Fahrradfahren. Und drastische Strafe. Wiegen diese Vorteile von Scheuer sein Verbrechen auf, ist die Frage. Versucht man ja bei Olaf Scholz auch. Bundeskanzler. Noch. Naja, der hat ja die Skandale an der Backe da mit Wirecard, wo Milliarden verschwunden sind, und Cum-Ex, wo 47 Millionen verschwunden sind, was weiß ich. Ja, aber er ist jetzt, Herr Scholz, in Norddeutschland durchs Hochwasser gelatscht, in Halbschuhen, um den Menschen zu zeigen, wenn auch hier wieder die versprochenen Hilfen nicht ankommen, wie im Ahrtal, seht her, ich kann mir nicht mal wasserdichte Stiefel leisten. Ich bin genauso am Arsch wie ihr, mit meiner Unfähigkeit, mit meiner Unzulänglichkeit, mit meiner Kurzsichtigkeit. Nur, weißt du, reicht das, ja, um die kriminelle Veranlagung von Scholz aufzuwiegen? Wie wiegt man Annalena Baerbock auf? Ja? Die doch genau weiß, wie bei den Saudis Frauen terrorisiert werden, Gastarbeiter ausgebeutet, Homosexuelle ausgepeitscht und gekillt werden. Der Journalist Khashoggi wurde hinterrücks ermordet. Ja, nicht? Deswegen hat ja damals noch die Bundesregierung in Deutschland die Waffenexporte dahin gestoppt. Aber Frau Baerbock liefert jetzt sehr munter an ein Gangsterregime mit kriminellen Neigungen. 150, wie heißt das, Iris-T, Lenkflugkörper, womit Eurofighter bewaffnet werden können, die sie vermutlich selber für bessere Fotos auslädt an der Laderampe. Hat sie schon eingesehen, dass Deutschland aus krimineller Sicht zu den Saudis nur sagen kann, eine Krähe hackt der andere kein Auge aus? Müssen künftig also, zusammenfassend gesagt, wirklich noch Steuerhinterzieher oder Bürgergeldbetrüger oder Waffenschmuggler damit rechnen, gerichtlich verfolgt zu werden? Natürlich nicht. Wo die Präzedenzfälle der Politiker doch jedem Täter Recht geben, der bei Steuern und Waffenhandel illegal vorgeht. Und deswegen hat natürlich auch die AfD so einen Erfolg. Doch nicht, weil sie bessere Politiker hätte oder bessere Programme. Nein, 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 nein. Nein, weil der Verfassungsschutz ja gesagt hat, Teile der AfD sind rechtsextrem. Das hat für viele was Illegales, außer der Rechtsnorm, was Anrüchiges. Und das wird ja bei Volk und Regierung immer beliebter. Ach so, ich streike.